Stell dich aufrecht hin und schließ deine Augen. Nimm dir einen Moment Zeit, deinen ganzen Körper zu spüren. Deinen Körper als Einheit. Und vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie dein ganzer Körper atmet. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Und nimm die Empfindungen an den Stellen wahr, an denen die Fußsohlen den Boden berühren. Und dann wiege dich dazu, sanft von vorne, nach hinten, von hinten, nach vorne und spür dabei, wie sich die Empfindungen in deinen Fußsohlen verändern. Du kannst deinen Körper auch mal nach links und rechts schwingen. Oder langsame kreisende Bewegungen mit deinen Knien machen. Deine Aufmerksamkeit bleibt auf deinen Fußsohlen, auf die verschiedenen Empfindungen, auf das, was du spüren kannst. Und dann fang langsam an, auf der Stelle zu gehen. Achte auf die Empfindungen, während du den Fuß anhebst und wieder absetzt und anhebst und wieder absetzt. Richte die Aufmerksamkeit auf deine beiden Füße. Normalerweise gehen wir, weil wir irgendwo hin wollen. Wir gehen, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und ein Teil der Aufmerksamkeit ist immer schon bei dem Ziel. Bei der Gehmeditation
haben wir die Aufmerksamkeit immer auf der Empfindung des Schrittes, den wir gerade machen. Du kannst deine Augen jetzt langsam öffnen. Dein Blick ist gesenkt auf den Boden vor dir. Du kannst deine Hände entweder vor dem Bauch oder hinter dem Rücken zusammenbringen. Und jetzt kannst du langsam anfangen, einen Schritt vor den anderen zu setzen und dich im Raum zu bewegen. Ohne Ziel. Immer den Schritt tun, spüren, den du gerade machst. In einem Tempo, das dir erlaubt, mit der Aufmerksamkeit bei den Empfindungen deiner Fußsohlen zu bleiben.